Ah, hallo, wir haben heute so eine Tabelle erstellt, das ist eine relativ einfache Rechnung mit Kopfzeile, mit Zeiterfassung, mit Datierung und dann mit simpler Kalkulation. Dann haben wir die Felder noch formatiert und bedingte Formatierung eingesetzt. Das sieht so aus immer mit eingeblendeten Funktionen und so. Jetzt muss ich schnell die Funktion entblenden, sozusagen, wieder mal aktivieren. Und so funktioniert das Ganze wirklich. Und jetzt ist die Frage, wie sind wir dazu gekommen? Wie sind wir dazu gekommen? Jetzt, ich erlaube mir einfach, die Inhalte hier zu kopieren. Ctrl-C. Und hier im neuen Blatt werde ich mir die einfügen. Allerdings, ich werde mir das Ganze unformatiert mit Formeln einfügen. Jetzt das lösche ich noch, weil das müssen wir automatisch erstellen. Da haben wir die Daten wurden umgestellt auf normale Zahlen. Das wollen wir nicht. Und hier kommt das später den Steuersatz. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben zuallererst mit Seitenlayout, mit Seitenränder Blatt eingerichtet, benutzerdefinierte Seitenränder. Wir wussten, wir machen Kopfzeile, also machen wir 3 cm. Wir wussten, dass wir links und rechts wenig Platz brauchen, also 1,5 cm. Und unten dran Bankverbindung 2 und dann OK. Dann haben wir das Klick-Klick noch umbenannt. Ich mache jetzt Tag 1.2 Demo. Dann konnten wir mit der rechten Maustaste Registerfarbe holen. Ich habe es bereits übernommen, weil ich das ganze Blatt kopiert habe. Gell? Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben geachtet, dass Zahlen und Texte separat geschrieben sind. Wir haben geschaut, dass hier nicht CHF oder was auch immer drin steht. Und dann haben wir berechnet, das mal Stern, das Enter. Und weil das immer wieder das gleiche gemacht wird, haben wir da wieder mal die Zelle mit Berechnung angeklickt, klick, klick. Die Felder wurden übernommen und dann haben wir die Berechnung überall übernommen. Gell? Die passt sich an beim Herunterziehen, weil die Adressen B und D nicht fixiert sind. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Ich weiß, dass hier Geldbeträge kommen und das möchte ich mit Start mit 00, also mit 2 Dezimalstellen und tausender Zeichen formatieren. Und das ist gut so. Dann klicke ich in Datenbereich hier, Ctrl A, ich erfasse nur Datenbereich und via Start Rahmenlinien mache ich Rahmenlinien und noch herum. Dann haben wir vielleicht nicht so ganz glücklich da dargestellt. Ich mache zuerst Netto unten. Nein, wir haben mit Nettopreisen gerechnet. Entschuldigung. Dann lasse ich das so sein. Und jetzt muss ich noch die erste Zeile da zwischen 14 und 15 drucken, halten, ziehen, vergrößern. Dann wäre Float, wenn ich diese Beschriftungen sowohl vertikal wie auch horizontal zentriere. Und Textumbruch wäre auch eigentlich interessant. Und jetzt schreibe ich noch total netto in CHF. Das in CHF kann ich mit Alt Enter manuell nach unten brechen und ist okay. Dann haben wir netto eine Zeile Distanz, beziehen wir Platz beim Netto. Wir könnten jetzt mit Summe einfach beginnen zu schreiben. Summe, Tabulatorentaste, die Formel ist übernommen, markieren. Enter. Oder wir könnten auch auf Autosumme gehen, direkt, dann kommt Summe. Oder auf den Pfeil, dann kommt Summe zur Auswahl. Korrekt markieren, falls die Markierung nicht korrekt ist.
und Enter. Und dann haben wir noch ausgerechnet, exklusiv 2,5% Mehrwertsteuer. Und wir haben hier folgendes Problem gehabt. Ich mache da rechtsbündig, damit mir die Zelle nicht überschrieben wird. Und dann, als ich das multipliziert habe, bumm, mal Mehrwertsteuersatz, dann kam mir Wert, weil hier Text drin ist. Und jetzt schauen Sie mal, das ist so, wenn ich mit Ctrl 1 diese Zelle formatiere, ich vergrößere das kurz, gell? Wenn ich das formatiere, dann muss ich benutzerdefinierte Formatierung machen. Und jetzt wollte ich Text haben, exklusiv dann 0,0 als Platzhalter, Prozent als Formatierung, Gänsefüßchen, Abstand, Mehrwertsteuer. Und jetzt schauen Sie mal, das wird so sein, dass egal was für eine Zahl geschrieben wird, das wird eine einstellige Dezimalzahl mit Prozenten und es wird begleitet von diesen beiden Texten. Okay. Und jetzt, wenn ich nur 2,5 mache, schwupps, es wird automatisch gut gemacht. Und dann machen wir Bruttopreis. Ich glaube, das ist, da gibt es auch viele Möglichkeiten, den Bruttopreis zu berechnen. Das ist gleich Netto plus Mehrwertsteuer, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre zu machen Netto mal, Klammer auf, 1 plus Mehrwertsteuersatz, viele Wegen für nach Rom, gell? Am Ende stimmt beides, wir müssten vielleicht noch diese Zahlen formatieren und dann haben wir es gemacht. Dann wollten wir noch schauen, wie sieht Verteilung aus da in diesem Bereich, weil ich da bedingte Formatierung einsetzen möchte, so markiere ich die Werte. Und jetzt so, hätte ich da bedingte Formatierung Farbskala genommen, so würde ich nur die Einzelargumente markieren. Weil ich aber Datenbalken einsetzen möchte, bedingte Formatierung, Datenbalken, markiere ich auch total. Total wird immer als 100% dargestellt und die Bestand, die kleine oder die größte Zahl wird immer als 100% dargestellt und die untere, kleinere Zahl als Teilzahlen. Dann haben wir noch, glaube ich, da mit heute, zack, pack, Datum gemacht. Wir haben noch gesehen, dass wir mit jetzt auch etwas bewirken können, nämlich Datum und Uhrzeit. Und dann haben wir gesehen, dass Ctrl Punkt ebenfalls Datum generiert, aber das da wird morgen 12. sein und das wird morgen 11. bleiben. Gell? Also dynamisch oder statisch. Und was Funktion jetzt betrifft, Ctrl 1 oder rechte Maustaste Zellen formatieren, wir könnten natürlich hier via benutzerdefinierte Formatierung, jetzt sehen wir, diese Zelle ist formatiert mit Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute. Wenn ich nur Zeit brauche, können wir die Tage, Monate und Jahre wegwerfen und dann haben wir die Zeitangabe. Allerdings, die brauchen wir jetzt nicht. Das war nur ein kleines Demo. Und wir haben noch am Ende Folgendes gemacht. Wir haben hier unten in der Ecke, rechts unten, beziehungsweise wir haben via Seitenlayout ein Blatt einrichten können. Und jetzt, ich gehe mal schnell da auf Seitenlayout, zack, back. Da sehe ich Kopfzeile. Gell? Da sehe ich Kopfzeile. Eine Alternative zu diesem Vorgang wäre hier auf Seite einrichten, Entschuldigung, auf Seite einrichten zu gehen und Kopfzeile ansteuern. Benutzerdefinierte Kopfzeile und dann könnten wir das auch einfügen. Allerdings, schwupps, dieser Vorgang ist genauso gut, vielleicht sogar schneller. Und hier reinklicken, bekommen wir spezielle Kopf- und Fußzeilebereiche. Und jetzt zum Beispiel möchte ich hier Dateiname machen. Nach unten gehen.
Nein. Oder ich könnte hier meinen Jarek Galek, dann könnte ich Adresse reinbuttern. 35 5200 Bruck. Gell, wir könnten da unten noch in Fußzeilenbereich, Entschuldigung, ich könnte hier steht zu Fußzeile wechseln. Ich könnte auch einfach nach unten scrollen und dahin gehen. Und da kann ich sagen, ja, Dateiname und vielleicht Blattname reinbuttern, sowie aktuelle Zeit machen. Und dann heißt es Tag 1, Version 1, dann heißt es 9:59 Uhr und dann Blatt heißt Demo. Und ich denke, das war alles, was wir an diesem Tag gemacht haben.